Mensch, dieser Lärm den ganzen Tag. Da kann man sich gar nicht richtig auf die Arbeit konzentrieren. Jetzt muss ich schon so lange in diesem Container hier arbeiten. Wenn das neue Polizeigebäude doch endlich fertig wäre. Ich will mal wieder ein richtiges Büro haben. Martin, die Kaffeemaschine ist kaputt. Was? Das ist ja nicht zum Fassen. Wir müssen hier im Container arbeiten und dann bekommen wir auch noch eine kaputte Kaffeemaschine. Ich bringe morgen eine eigene mit. Wieso geht das eigentlich hier auf der Baustelle kaum voran? Uns wird hier jede Nacht Baumaterial gestohlen. Und warum erfahre ich erst jetzt davon? Wir sind doch schließlich die Polizei. Ich werde mich persönlich darum kümmern. Ja, vielen Dank. Jetzt gehe ich erstmal nach Hause zum Abendessen. Und dann kümmere ich mich um den Dieb. Feierabend! Manni, es gibt einen neuen Auftrag für dich. Wir brauchen das, das und das. Ihr seid verrückt. Ich kann doch nicht täglich auf der Baustelle der Polizei Sachen klauen. Du weißt, du schuldest uns noch was, Manni. Wir brauchen diese Sachen. Der Chef will das so. Ich muss jetzt leider noch mal los. Ich will den Dieb stellen, der andauernd Baumaterial auf der Baustelle klaut. Ich weiß noch nicht, wann ich heimkomme. Pass auf dich auf, Martin. Hast du auch jemand zur Verstärkung dabei? Ja, die Karin kommt noch mit. Also tschüss. Hallo. Seid ihr schon fertig mit Essen? Ja, ihr könnt gerne noch mit Paul und Alex spielen, bis sie ins Bett müssen. Okay, hallo. Komm, wir spielen Schule. Ich bin die Lehrerin. Was gibt 2 plus 3? 5. Ja, richtig. Ich gehe dann nochmal schnell aufs Klo. Was ist denn da draußen los? Da scheint jemand auf der Baustelle zu sein. Welche Überraschung. Natürlich Manni Mütze. Karin, komm schnell. Der Dieb ist schon da. Es ist Manni. Das hätten wir uns ja schon fast denken können. Wir schleichen uns vor bis zum Bagger und dann stellen wir ihn. Hey, stehen bleiben! Schnell weg! Nee, du fährst mir nicht weg. Oh Mist! Manni, was hast du dir nur dabei gedacht? Du bist verhaftet! Du wirst uns mal noch schön erzählen, was du mit dem Baumaterial vorhattest. Jetzt kommst du erstmal hinter Gitter. Das provisorische Gefängnis befindet sich übrigens auch in einem Container. In einem Sicherheitscontainer. So, das soll die Zelle sein. Hier kann ich mich ja nicht mal richtig umdrehen. Wir sind hier auch nicht im Hotel. Und du bist ja auch nicht ganz unschuldig, dass die neue Polizeiwache noch immer nicht fertig ist. So, die neue Polizeistation ist endlich fertig. Manni, heute ziehen wir um. Das ist ein neues, hübsches Zimmer. Wow, gerade mal ein Quadratmeter mehr. Ja, immerhin, mit vergittertem Seeblick.
Hier könnt ihr uns abonnieren oder ein anderes Video auswählen.